Hallo, ich möchte euch über polnische Musikszene erzählen. Polnische Jugendliche, wie Jugendliche in der ganzen Welt, hören gern Musik. Außerdem haben wir in Polen Bands und Sänger, Sängerinnen, die auch Erfolg weltweit haben. Vor allem würde ich Margaret und Behemoth nennen. Margaret ist eine schöne Frau, die letztens auch erfolgreich in Europa, zum Beispiel in Schweden ist. Ihre Songs wie Calm Down oder Wasted. Waren Hits der polnischen und europäischen Charts. Seit mehreren Jahren ist auf dem polnischen Musikmarkt die Band Behemoth tätig. Sie gehen auf Tournee auch in Amerika. Das ist eine Gruppe, die sehr umstritten ist. Während ihrer Konzert treten sie in weiß-schwarzen Make-up auf. Sie vertreten mit Death Metal antichristliche Richtung. Der Gründer und Gitarrist hat den 17. Platz unter den Top Death Metal Gitarrist nach dem Decibel Magazine belegt. Amerika und England war eine andere polnische Sängerin, Edyta Górniak, auf Tournee und hat dort ihre Karriere gemacht. Sie hat Polen vor ein paar Jahren beim Eurovision Song Contest vertreten, wo sie den 2. Platz belegt hat. Anna-Maria Jopek hat eine Schallplatte mit der Pat Metheny aufgenommen. Ihr Erfolg war auch in Konzert mit Sting. Beim Eurovision Song Contest hat sie den 11. Platz belegt. Erwähnenswert ist auch Czesław Mosil, der berühmt in Dänemark ist, viele Jahre gelebt und geschaffen hat. Er singt und spielt Akkordeon. Seine Musik nennt er Alternative Pop Musik, die auch Kabarett und Rockmusik verbindet. Znalazła raz pewna pani aparat do pani sentymentem wzruszona. Wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Es gibt viele mehr polnische Musiker, die es verdient haben, genannt zu werden, vertreten verschiedener Musikarten, Pop, Volks, klassische Musik, aber in der Präsentation möchte ich mich auf die berühmtesten konzentrieren. Ich hoffe, dass ich euch für polnische Musik begeistern werdet.